Einen schönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp-Tutorial. Wir fangen heute ein ziemlich großes Überkapitel an, nämlich die Schleifen. Und im Spezifischen schauen wir uns da gleich als erstes die While-Schleife an, weil die meiner Meinung nach die einfachste von allen Schleifen ist. Also, wie schon im vorigen Tutorial, beziehungsweise im vorigen Teil, habe ich ja gesagt, dass man, wenn man etwas mit Englisch bewandert ist, kann man sich die meisten Funktionen schon denken vom Namen her. Dasselbe gilt für die While-Schleife. Die While-Schleife macht einfach etwas, solange eine gewisse Bedingung erfüllt ist. Das bedeutet, wir haben wieder zwei Integer. Na, machen wir es mal gleich. Und die While-Schleife schreibt man einfach while, Klammer auf, und dann die Kondition wieder. Also eigentlich so wie die if-Abfrage, nur dass es eben nicht nur einmal ausgeführt wird, sondern immer wieder. Er prüft einfach immer wieder, ob diese Kondition erfüllt ist, und wenn sie erfüllt ist, macht er weiter mit der Schleife, wenn nicht, dann springt er einfach weiter. Jo, wir machen da gleich einen Vergleich, weil int a ist gleich b. Und einen Codeblock wieder. Da schreiben wir dann rein. Was schreiben wir da am besten rein? Console-WriteLine gleich zum Beispiel. Dann werden wir sehen, dass unsere Konsole zugespammt wird mit lauter gleich. Weil wir verändern ja nichts an den Werten a und b und deswegen sind sie immer gleich. Das bedeutet, das Programm geht das jetzt folgendermaßen an. Wir kommen hier auf die While-Schleife. Das Programm prüft, ist a gleich b? Wenn ja, spring in den Block. Dann macht Console-WriteLine gleich. Ende vom Block, spring wieder an den Anfang der While-Schleife. Überprüfe, ist a gleich b? Geh in die While-Schleife rein, führe den Code aus, wieder ans Ende, wieder überprüfen, wieder den Code ausführen und so weiter. Deswegen wird das unendlich oft ausgeführt jetzt, solange bis wir es beenden. Ja, wir können jetzt natürlich sogar ein kleines Spiel daraus machen, mehr oder weniger. Wir machen mal einen String-Vorgabe. Der ist, so wie schon so oft, Toastbrot. Und einen String-Eingabe. Der ist nichts. Was ich jetzt machen will, ist das typische Beispielprogramm. Dass der User eine Eingabemöglichkeit hat, und wenn, also er gibt einen String ein und muss den vorgegebenen String erraten, mehr oder weniger. Normalerweise macht man das mit Zahlen, aber wir machen es heute halt mit Strings, weil es mit der Eingabe leichter geht. Gut, das heißt, wer hätte es gedacht, wir machen da Vorgabe. Rufzeichen ist gleich, also ungleich. Eingabe. Das bedeutet, während diese Vorgabe. Okay, wenn man es so strukturiert, ist es leichter verständlich. Das ist jetzt dasselbe, nur kann man es leichter erklären. Also, solange diese Eingabe, was wir eingegeben haben, nicht der Vorgabe entspricht, wird diese Schleife ausgeführt. Und die wird jetzt wahrscheinlich auch unendlich ausgeführt werden, weil diese zwei Strings ja nicht gleich sind. Gut, jetzt müssen wir dem User eine Möglichkeit geben, diesen String zu modifizieren. Dazu machen wir jetzt mal Eingabe ist gleich Konsole.readline. Das bedeutet, nach jedem Durchlauf dieser Schleife wird Eingabe neu zugewiesen, und zwar an den Wert von Konsole.readline. Das bedeutet, das Programm macht hier einfach eine Pause, und erst wenn wir Enter drücken, macht es weiter. Ja, das war eigentlich schon die ganze Magie. Wir sagen hier jetzt mal zum Beispiel Test. Er macht weiter. 1, 2, 3, er macht weiter. Und wenn wir eingeben Toastbrot, sollte sich das Programm schließen. Weil wir, wenn die Kondition falsch ist, also false, dann springt er einfach ans Ende der While-Schleife und macht da hinten weiter. Da können wir auch noch einige Ausgaben machen.
Also ich habe es einfach hier innerhalb der Schleife immer falsch ausgegeben. Das bedeutet, wenn man jetzt einen falschen String eingibt, dann steht da falsch. Und wenn wir das Richtige eingeben, dann steht richtig dort. Ja, dann steht richtig dort. Und das Programm wird beendet. Wir sehen, es steht nicht richtig dort. Und das ist, weil wir da eigentlich noch eine If-Abfrage bräuchten, ob jetzt wirklich die Eingabe ungleich der Vorgabe ist. Gut, es gibt noch eine Do-While-Schleife. Ich lösche das Ganze mal. Die geht folgendermaßen. Also das ist mal der grundsätzliche Syntax. Man macht Do, dann den auszuführenden Codeblock und dann dahinter while Condition. Also da gehört dann halt ein Vergleich oder ähnliches, also irgendein boolean'scher Wert rein. Das braucht man. Wo braucht man das? Also es gibt wenige Anwendungsmöglichkeiten dafür, aber es gibt sie. Also ich habe schon mal oder mehrmals ein Programm geschrieben, wo ich das gebraucht habe. Ich kann mich nur im Moment nicht erinnern, in welchem Zusammenhang, aber was die Do-While macht, ist einfach, sie führt zuerst den Code aus und dann überprüft sie die Kondition. Das ist eben dann nützlich, wenn man zum Beispiel, ich schaue mal, ob mir was einfällt, String, das könnten wir eigentlich auf unser voriges Beispiel umlegen. Also wir machen wieder eine String-Vorgabe. Toast Brot. Und eine String-Eingabe. Weil beim vorigen, also es ist in diesem Fall egal, aber dann können wir Eingabe zuerst auf Konsole.readline setzen und dann erst überprüfen. Das ist dann sinnvoll, wenn man hier nicht eine Vergleichsoperation macht, sondern irgendwelche Methoden aufruft, die dann einen booleanschen Wert zurückgeben. Und wenn ein Wert nicht zugewiesen ist, kann man ihn logischerweise nicht an eine Methode übergeben. Und deswegen, dazu ist sowas nützlich, dass man zuerst eine Zuweisung zum Beispiel machen kann und dann das Ganze an eine Methode übergeben oder damit einen Vergleich anstellen. Ja, damit sparen wir uns mehr oder weniger einen unsinnvollen Vergleich, weil wir wissen genau, dass ganz am Anfang, also beim ersten Durchlauf, diese zwei Strings ungleich sind. So ersparen wir uns einen unnötigen Durchlauf. Ja, das war eigentlich auch schon das meiste der Hexerei bei der While-Schleife. Obwohl, eins könnte ich noch kurz sagen. Man macht es, also etwas, was man nicht machen sollte. Und zwar, wir haben hier einfach eine Bool-Kondition. Das setzen wir mal auf True. Beziehungsweise wir machen gleich, nein, das lassen wir so. Und machen eine While-True-Schleife. Eine While-True ist logischerweise eine Endlosschleife, weil wir haben hier drinnen True stehen. Und dieser Wert verändert sich nie. Das bedeutet, egal was passiert, die Schleife wird immer ausgeführt. Und beziehungsweise könnte ich eigentlich das Beispiel von vorher, das mit der originalen While-Schleife, das da, jetzt in unorthodox nachprogrammieren sozusagen. Also wir machen hier eine While-True und in dieser Schleife drinnen eine If-Abfrage, ob Vorgabe ungleich Eingabe ist. Und beziehungsweise ob Vorgabe gleich Eingabe ist. Und wenn Vorgabe gleich Eingabe ist, dann Break. So, Break. Dieses Schlüsselwort Break, dafür wird euch wahrscheinlich jeder professionelle C-Sharp-Programmierer das Gesicht zerfetzen, wenn er das verwendet. Weil es ist einfach total unübersichtlich. Es ist dasselbe wie mit dem Schlüsselwort go to.
Also, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal Batch programmiert habt. Man kann einen Schlüsselpunkt, zum Beispiel jetzt Exit, Doppelpunkt, definieren und dann da sagen Go to Exit. Das wäre zwar ziemlich nützlich, aber man verwendet es einfach nicht, weil es unübersichtlich ist. Und wenn man jetzt sehr viele Go-To's verschachtelt hätte, dann würde das, das wäre sehr eben kompliziert, wie gesagt. Man könnte das nicht gut nachvollziehen, wie das Programm dann funktioniert. Das kann man mit, genau dasselbe gilt fürs Break. Also man kann, wenn dieses Break ausgeführt wird, dann ignoriert das Programm einfach alles, was da unten steht, also ab da, und springt einfach an das Ende der While-Schleife. Das Programm funktioniert genauso wie vorher. Das heißt, wenn wir es eingeben, Toastbrot, wird genauso die Schleife beendet. Aber es ist eben, man kann es nicht so gut nachvollziehen. Also es ist immer besser, man schreibt gleich die Kondition oben hinein, also man macht dann unten einen Break. Ja, das noch als letztes gesagt. Ja, das war es eigentlich schon. Im nächsten Teil werden wir dann die Vorschleife besprechen. Die wird dann schon, naja, eigentlich ist sie ja nicht kompliziert, ist ja eigentlich nichts bis jetzt kompliziert. Aber sie ist schon auf jeden Fall etwas gehobener als alles, was wir jetzt bis jetzt gemacht haben. Aber ja, bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Programmieren und auf Wiedersehen.